60 Container pro Stunde. Das heißt aber, der pro Monat geht mehr als ein Containeranlage. Und jetzt schaut man über den Piers, so ein halbautomatischer Hafen, wie ich den bezeichnen möchte, ist natürlich in der Entwicklung so weit fortgeschritten, dass ihr falsch und breit kein Menschen sehen. Also, unten in der Containerbrücke in 14 Meter Höhe sitzt in der Glaskanzel der Containerbrückenfahrer. Dann sitzt noch einer in diesem hochbeinigen Vehikel zu den Weltcarrier und drin die Container von den Stellplätzen an den Pier oder von der Pier zu den Stellplätzen oder hinten zu den Parteikrähen. Dann sitzt noch einer hinten im Parteikran. Dann schickt vielleicht noch einer unten mit Papieren, der kontrolliert die Container auf Ladungsschaden oder die Papiere, ob das alles okay ist. Dann steht noch einer am Berg. Zur Einweisung und ansonsten war es das. Ja, der Mensch ist natürlich wieder auf der Strecke geblieben, zu einem moderner Seehafen. Keine Arbeitsplätze. Du musst dir das mal vorstellen, wie das so früher gewesen ist. Da waren ja hunderte von Barkassen am Wimmel, die Hafenarbeiter zu Schichten gebracht, Stücke und so weiter. Das war arbeitsaufwendig, das hat Zeit gekostet. Das sind aber Wohlstand zu den Arbeitern gebracht. Trotz dieser Anschlag auf Erde, der Bundesrat hier eingefahren wäre, gibt es leider keine besondere Veränderung. Aber schon der Ansteuer und dann so eine Traverse mit zwei Containern an Land. Das ist schon ein bisschen was, man braucht in 40 Meter Höhe. Diese Leute, die dürfen maximal 4 Stunden arbeiten, die Männer und Frauen, das noch mal Frauen. Und nach 4 Stunden, 2 Stunden Pause, dann noch wieder 4 Stunden. Ein Joystick, und du musst dir mal vorstellen, ne? 80 Container pro Stunde, das geht.